Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. Beim letzten Mal hatte ich ja den Dodge Charger SOT 8 News und... Leute, verratet mir mal bitte eins. Warum zum Geier verfolgt jetzt die KI auch so ein Prinzip wie mit dem Crashen und mit dem Script Error? Und zwar, ich hatte jetzt doch diese Zeit lang diese Probleme bei, glaube ich mal, Alderney und Algonquin. Und zwar, dass mir die ganze Zeit jemand eine Waffe vors Gesicht halten wollte und mich erschießen wollte. Und ja, zum Glück ist es nicht immer geglückt, aber Alter, muss ich ja sagen, trotzdem, es war eine sehr interessante Phase. Aber jetzt gab es diese Phase, wo die KI mich nur noch überfahren hat, zumindest an ein paar bestimmten Stellen. Leute, wundert euch nicht, ich bin halt nur deswegen klein wenig verwundert. Aber okay, dieses Mal habe ich den Chevrolet Avalanche. Und bevor ich gleich zu dem Thema Avalanche komme und zu der Gegend, gibt es noch eine ganz kleine Info. Und zwar, die nächste Folge ist ja logischerweise Part 50. Und genau dort werde ich den Bugatti Veyron 16.4 nehmen. Ich wollte ihn jetzt eigentlich jetzt nehmen, aber ich habe mir gedacht, hey, 50 ist eine gerade Zahl und ja... gucke ich halt eben noch, dass ich irgendwas einbaue, was halt eben noch diese 50 noch etwas spezieller macht. Was eigentlich für mich nicht direkt ist, das ist einfach nur eine Zahl für mich, aber trotzdem. Ich muss aber gleich hinzufügen, Leute, ich würde gerne den Zombie-Mod hinzufügen. Scheiße nur, dass er nicht mit der RCPDFA bei mir funktioniert. Weil die Tasten, womit ich das starte, sind Tasten bei RCPDFA und ja... dann geht es nicht so ganz und ich weiß leider gar keinen anderen Weg, wie ich den Mod sonst starten könnte. Vielleicht mit dieser Konsole, aber ich weiß es nicht. Weißt du was? Ich hätte dich sogar in Ruhe gelassen, hättest du mich nicht Motherfucker genannt. Normalerweise würde ich jetzt zur Todesstrafe verhängen, aber vielleicht ist es eben einfach ausgerutscht und ich bin ja nicht so, okay? Ich bin ja wirklich nicht so, außer die KI zwingt mich dazu. Fahr mich nur um! Okay, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Missing Textures, ich nehme es zurück. Okay, warte mal. In dieser Folge sind Missing Textures groß geschrieben und... ob ich heute wieder oft überfahren werde oder ob oft angegriffen werde? Ich bin ja mal gespannt. Also, da bin ich jetzt... ha, das ist gerade eben komisch. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. okay, aggressives Fahren. Ja, das passt. Ich würde eigentlich irgendwie lieber so einen Punkt ansprechen wie du hast einen Beamten beleidigt, aber okay. Okay, das heißt wohl ja. Ernie Mullins, 1961. Ehrlich gesagt, ich würde noch nicht mal ganz einen Test hier machen, aber bei 61... oder allgemein 1960 kommt hin und wieder mal vor, dass es böse sind. Also gucke ich so mal kurz nach. Mullins. Ha, ich hätte eigentlich gleich auf mein Gefühl hören sollen, aber nun ja. Beim letzten Mal war es eigentlich auch so, dass ein paar Leute mit einer ja recht sauberen ID trotzdem viel Scheiße begangen haben. Also es sind einfach abgehauen. Aber er macht's natürlich nicht. Strafzettel aber trotzdem. $100, okay? Normalerweise gebe ich eine Todesstrafe für diesen Sa... hub mich noch einmal an! Komm schon, tu's! Vor allem, da passt doch dein Nummernschild dazu. Okay, okay. Das war einmal zu häufig. Okay, was zum Teufel produziert hier gerade eben eine unsichtbare Wand? Okay, schwarzer Dodge Ram 3500 Heavy Duty. Und ja, ich kenne diesen Namen komplett. Der wird jetzt erstmal am Arsch sein. Werden vielleicht irgendwo runterschieben. Ich weiß nicht, wie gehässig ich sein werde, aber okay. So, schon viel besser. Ehrlich gesagt, ich muss sagen, dieser Mod ist schon ziemlich gut gelungen. Aber eins, was ich nicht so ganz mag, und zwar, das ist jetzt nur eine persönliche Meinung, und zwar, der, wie soll ich sagen, auf jeden Fall, das vorne, das Rad und die Felge halt eben vorne links. Okay, jetzt würde stimmen, vorne links. Ihr wisst ja, was einfach nur das Rad und die Felge vorne, und dann halt eben... ach, das ist gerade eben zu schwierig zu erklären, aber ich finde halt eben diesen Abstand hier ein bisschen komisch, wie ich finde. Zumindest, wie ich finde, wie gesagt. So, hallo.
Ja, aggressives Fahren. So, F9. Bitte, bitte, böse Idee. Scheiße, ich werde noch nicht mal durchgucken. Aber okay. Also du, mein lieber Freund, wirst jetzt erstmal aus dem Fahrzeug aussteigen und du wirst nichts dagegen haben. Weil ich habe eine sehr böse M16, die gerade eben wieder auf Bekanntschaft aus ist. Stehen bleiben. Okay, warum auch nichts. Request Prisoner Transport. Ah, verdammt nochmal, ich wollte eigentlich den Dodge Challenger noch ersetzen. Und zwar die Standardpatrouille, die, ja, glaube ich, bringt hin und wieder mal Probleme. Und das finde ich jetzt nicht direkt so cool. Und ja, ich wollte es halt eben nur ändern. Und ja, mir fällt gerade eben wieder ein, was ich eigentlich noch sagen wollte. Und zwar, ich bin jetzt heute ein klein wenig tätig. Wow. Das sieht schon ein bisschen pervers aus. Und zwar, ich bin jetzt heute klein wenig in Alderney-Industriegebiet tätig, wie man sehen kann. Aber dort werde ich auch bleiben. Meine Hoffnung ist jetzt irgendwie, vielleicht ein paar Bordsteinschwaben zu finden. Aber keine Sorge, das wird jetzt erstmal nur ein Bonus-Ziel sein. Aber um natürlich ganz sicher zu gehen, dass es ein Bonus-Ziel bleibt, werde ich natürlich hier unten rumfahren. Weil hier laufen absolut gar keine Bordsteinschwaben rum. Hier sind auch nie welche. Aus Erfahrung. Selbst mittags sind hier welche nur mal, just by the way. Zumindest, als ich mal Polizist war und ich bin aus dem Gefängnis wieder rausgekommen. Ja, es passiert, weil ich verreckt bin. Man wird nämlich wegen jedem Scheiß ins Gefängnis reingeworfen, hey, wegen dem Mod. Order. F9? Komm, 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 bitte, bitte, bitte. 1979, sehr gut. Carl Cave. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Nachnamen richtig hinbekommen habe, aber hey. Kyle Keefe, also das ist schon ein kleiner Zungenbrecher für mich. Aber 1970, ob der wohl eine böse Idee hat? Oh Gott, ich bin so gespannt. Kyle Keefe. Okay, ich meine, er wurde viermal von der Polizei angehalten und zwei Strafzettel bekommen. Jetzt nicht direkt das, was ich erhofft habe, Halleluja. Aber die ID ist nicht gerade eben so sauber, also vielleicht flieht er noch. Bin mir nicht allzu sicher. So, komm schon, flieh, 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 flieh. Ich meine, hallo, wie? Ach, verdammt nochmal. So, ja, warning. Ich dachte mir schon fast, dass gleich was passieren wird. Ich kann ihm noch nicht mal. Obwohl. Ah Gott, er hat meinen Kollegen angefahren und er hat jetzt seinen Hut nicht mehr aufgenommen, als dass mein Kollege sehr verstört. Also er muss es. Warte mal. Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Und zwar der Beifahrer. Darf das noch was sein? Alle beide sind böse. Ich dachte jetzt eigentlich nur einer, aber. Okay. Soll mich ja nicht stören. So, Sirene an. Dann wird natürlich alles besser. Tut mir leid, ich muss einen töten, damit ich den anderen festnehmen kann. Da, 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 da. So. In dem Fall muss ich sogar meinem Kollegen recht geben. So. Du brauchst sie nicht zu wiederholen, aber danke für deine Hilfe. PPA? Was zum Teufel ist PPA? So, request personal transport und sofort von hier verschwinden. Leute, ich könnte gerade eben die ganze Zeit singen. Living my life like it's golden. Und zwar aus dem Grund vor mir. Ein Ice Cream Truck. Bin mir noch nicht sicher, ob ich den jetzt einmal irgendwie seit den 50 Folgen, oder, ja, seit den 50 Folgen, seit den 49 Folgen irgendwie angehalten habe. Aber auf jeden Fall, es war so selten, ne, dass ich mir noch nicht mal richtig dran erinnern kann. Und ja, meine Erinnerung ist sowieso auf den Arsch, aber ist doch jetzt auch egal. Hey, wie geht's denn so? Order. Heißt wohl ja? Oh, danke. Russ Sears, 1980, sehr gut. Die ID schon mal gut. Hey Charakter, könntest du dich vielleicht irgendwie wegbewegen? Weil es geht gerade eben ein bisschen schlecht. Oder braucht der Typ einfach gerade eben nur ein bisschen länger, um etwas zu schnallen? Okay, ich glaube jetzt wäre es sogar am besten, wenn ich den Debug-Mode hier einsetze. So, entfernen. Debug complete, jetzt.
Drillout Scripts und... Warte mal. Ich kann jetzt auch... Ich bin so noch wirklich hier in dem... Tut mir leid, Leute. Ich bin hier gerade nur ein klein wenig verwirrt, aber... habe ich jetzt noch die ID davon? Okay, sehr gut. Russ Sears. Also der Nachname, der ist mir ein klein wenig unbekannt. Oh, License State. None. Warrant for arrest. Yes. Perfekte Voraussetzungen, um meinen Tag hier noch viel schöner zu machen in Liberty City. So, erstmal Hut widersetzen und ja, dieser Charakter sieht ein klein wenig komisch aus, aber es liegt an dem Mod, den ich installiert habe. Okay, step out of your vehicle. So, Hände hoch. Oh Mensch, wenn ich mit dem Ice Cream Truck den Verkehr anhalten könnte, würde ich den gerade eben so gerne als Streifenwagen benutzen, aber es geht leider nicht. Aber okay, F10 und ich glaube, ich würde sogar mal ein paar World Events hier aktivieren. Mal sehen, ich finde es halt eben nur schade, dass er zum Beispiel mal, was weiß ich, ein Betrunkener nicht einfach mal so erscheint. Dem muss man leider, wie ich immer gesehen habe, Alter, so aktivieren. Okay, kleiner Rekord, ich habe jetzt schon heute ein paar Mal Alter gesagt, aber okay. Was zum Teufel ist das für ein grauer Streifen? Ich werde mal ganz kurz hier... Obwohl, nein, ich werde sogar in die Waschanlage fahren, so nett bin ich. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wo überhaupt einer ist. Und zwar in der Waschanlage. Nope. Oh, gleich da unten, aber jetzt erstmal World Event. Upsi. So. Ja. Und zwar jedes Mal, wenn ich World Event aktiviere, ist hier jemand schutzbesoffen. Wisst ihr was? Ich ignoriere mal den Typen. Und zwar, ich habe hier was viel Wichtigeres zu tun. Und zwar die Quest, säubere dein Auto, wenn es geht. Würde ich toll finden. Oh Gott. Upsi. Aber hey, wer hat die Treppe so gestellt? Also, Kackner? Was? Autowaschanlage. Ja, dort will ich jetzt erstmal hin. So Leute, willkommen zurück. Erstaunlicherweise, da finde ich mal einen neuen Stand, der Hot Nuts heißt. Ich weiß, leicht verwirrt. Und was passiert natürlich? Ich bleibe in der Animation drin stecken. Und zwar, dass sie die ganze Zeit im Kreis laufen. Und das Beste war, ich konnte nicht das öffnen und ich konnte auch nicht den Debug-Mode irgendwie in der Weise benutzen. Und das hat mich leicht genervt. Weil ich musste deswegen mein Spiel neu starten. Oh Gott, verschwindet! Tut mir leid für mein Temperament, das meinte ich ja nicht so, aber trotzdem. Die KI fordert es manchmal echt heraus, das muss ich denen lassen. Ja, Leute, ich hätte eigentlich nur einen Spielstand neu laden müssen, glaubt mir. Auf die Idee bin ich auch gekommen. Das Problem ist halt eben nur, ich glaube, wenn man das macht, wird man mit dem Skin neu... wie soll ich sagen? Auf jeden Fall mit dem Polizeiskin, glaube ich, wird man dann mehr oder weniger gespawnt. Officer Dial! Officer Dial! Wisst ihr mal was? Ich überspringe das gerade eben, weil ich mich sowieso verwirrt habe. Der Typ wurde bestimmt nicht überfahren. Er ist wahrscheinlich runtergesprungen. Ich werde mal dann gleich nach seiner Leiche suchen, aber trotzdem. So, don't ask, einfach nur warning. Ah, oh Gott, ich hatte schon dieses Gefühl, dass der eine sehr böse ID hat, aber... Nun ja, ich muss erstmal meinen Kollegen finden und wiederbeleben. Auch wenn er wahrscheinlich gar keine Knochen mehr besitzt, weil die alle zermanscht wurden, aber hey! Trotzdem, dass ich wenigstens vielleicht einen Kollegen habe, auch wenn er nichts tun kann, aber trotzdem. Also hier ist es schon mal nicht. Dann ist er wahrscheinlich auf der anderen Seite runtergesprungen. Auf jeden Fall habe ich ihn eigentlich nirgendwo liegen gesehen und einen Dumm habe ich auch nicht gehört. Ja, da liegt er ja. Ne, warte mal. ich muss hinzufügen, das ist nicht ein Kollege, das ist einfach irgendjemand, der auf dem Boden liegt. Wo zum Teufel ist mein Kollege hin? Dann wiederum vermisse ich den Typen eigentlich. Dann sollte die Antwort eher nein heißen. Was zum Teufel ist hier los? Ich füge hinzu, ich habe einen Traffic Load Mod drin und solche Sachen sollten eigentlich nicht ganz normal sein.
Vielleicht ist da irgendwie gerade ein Clan unterwegs. Ich weiß es gerade eben nicht, aber ich habe nur dieses sumpfe Gefühl, wenn ich mich doch ein bisschen länger aufhalte, gehe entweder ich oder die Fahrzeuge in die Luft, weil ich dann ein klein wenig mit Granaten was ausprobiere. Normale Sachen natürlich. Okay. Habe jetzt also nicht gesehen, was es direkt war, deswegen mal wieder überspringen und mal hier kurz was aktivieren. Genau. Ich bräuchte wirklich so einen Fall. Nein. Da mache ich lieber ein Domestic Disturbance. All Units. Obwohl, wisst was? Ich glaube, ich würde sogar hier mal den Volkswagen Bohrer anhalten. Oh Mann. Mhm. Motherfucker. Okay. Komm, steig wieder schön in dein Fahrzeug ein. Ich hab noch kurz was. Der Typ hatte gerade eben Glück, weil ich wollte gerade eben einen sehr schmerzhaften Tod für ihn bereiten. Ja, Leute, es ist gemein, aber trotzdem. Im Ernst. Dieses Wort. Es geht mir schon auf die Nerven. Ja! Lass dich nicht stören. Ich stand hier bloß am Fenster von dir. So, ja. Weg. Lauf wieder. Danke. Ich will den Typen noch einholen. Zum Glück steht der Typ noch da vorne, weil sonst wäre er jetzt weggespawnt. Und ist jetzt klein wenig für mich schrecklich gewesen. So, jetzt kommen wir nochmal her. Jetzt habe ich was für dich. Upsi. Lalalala. Ich glaube, ich könnte mal wieder einen Stripclub besuchen. Und ja, ich habe gerade eben versucht, den Namen zu lesen. Ohne Erfolg. Ich war zwischen Honkers und Hunkers. Fragt mich nicht warum, aber es ist einfach so. So. Domestic Disturbance. Ja, ich habe mein Fahrzeug ein bisschen zugerichtet, wie ich gerade eben sehe. So. Ach, wisst ihr was, Leute? Dann genieße ich mehr oder weniger mal die Zeit ohne Kollegen. Aber trotzdem. Ihr müsst wissen, warum ich eigentlich nicht öfters oder eigentlich nur sehr selten ohne Kollegen spiele. Ist eigentlich ziemlich simpel. Und zwar aus dem Grund, mein Kollege richtet manchmal solche blöde Sachen an, dass ich einerseits eine Wut auf ihn kriege, aber dann wiederum ihn liebe, weil es lenkt von diesem stressigen Alltag hier ab und glaubt mir, Leute, das kann ich manchmal wirklich echt gebrauchen. Vandalismus. Wer hat das gerade eben nur betrieben? Ah, Mensch. Ich will irgendwie gerade meinen Wagen wieder so beschädigen, wie ich es am Anfang der Aufnahme gekriegt habe. Oder weniger ich, sondern ein netter Mitfahrer. Der hat es so geschafft, dass... Ja, wie soll ich sagen? Das Ganze... Wirklich, ich habe den Namen davon vergessen, aber auf jeden Fall der hintere Raum. Er war nicht mehr ganz da und sehr, sehr klein. Oh ja, sehr gut. Zum Glück war es nicht der blaue oder glaub grüne auch, weil ansonsten hätte ich die jetzt nicht anhalten können und das wäre jetzt ein bisschen traurig gewesen. Otter. Ja, das ist immer eine gute Frage. Okay, 1950. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So ziemlich jeden Fahrer, den ich hier, oder zumindest jeden Security Armor Fahrzeug, Fahrer, ich weiß ziemlich lange, den ich anhalte, hat immer komischerweise eine ID von 1950. Zumindest in dem Dreh rum. So nicht nachgucken. F11. Hab noch ein schönes Leben. Okay, im echten Leben wäre jetzt mir über die Cremefüße oder aka Füße gefahren. Ich weiß es wirklich nicht, ob man Cremefüße sagt, aber nun ja. Ihr müsst wissen, ich lebe nicht direkt in der Stadt und ich glaube, das kann man mir schon manchmal anhören. Aber ich versuche mein Bestes, okay? Es gibt hier wirklich sehr viele Einflüsse, die mich wirklich hätten sehr viel anders reden lassen können. Meine Güte, das war gerade eben sehr gut formuliert. Weil... Leute, für Kartoffeln sagt man hier was so, was abgedrehtes, dass man erstmal drauf kommen muss, dass man damit irgendwie Kartoffeln meint. Hoffentlich wisst ihr, was ich meine, deswegen, zum Glück kenne ich mehr oder weniger noch Hochdeutsch, meine Güte. Leute, tut mir echt leid, mein Deutsch schmiert gerade richtig ab. Deutsch-Echse hat sich aufgehängt, bitte neu starten. Würden ja am liebsten wegen der Lackierung verhaften, aber Gott, geht leider nicht. I'm a cop, you're a dickhead. Ja, warum nicht?
Schätze mal, das heißt, ja? 1973 und der Name ist Marty Lowery. Lowery. Oh Gott. Warum? Du hast Glück, dass ich in der Untersuchung bin. Wirkliches Glück. So, erstmal nochmal. Marty Lowery. Halleluja. Fünfmal. Das war ein falsches Wort. Falsches Wort, du verdammtes Arschloch. Wirklich? Darf das noch wahr sein? Aber du bist nicht an der Seite gepanzert. Was so? Okay, also, ich komme nicht durch seine... Ja, diese hier. Also, ich komme nicht durch seine Frontscheibe durch. Und hier an der Seite hat es so ein... Ja, hier. Ein hölzerner Effekt. Was zum Teufel hat der mit seinem Fahrzeug angerichtet? Okay, Leute, dass hier niemand mehr hier Beispiele kriegt, muss dieses Fahrzeug angezündet werden. Es tut mir sehr leid für den Cadillac, aber es muss getan werden. Das darf sich nicht wiederholen. Und hoffentlich ist die Explosion nicht groß genug, um mich dann zu töten. So, erstmal hier. Ja, Warning. Ich meine, seine ID war nicht direkt unsauber und er hat auch nicht was Böses getan, außer dass er jetzt ein klein wenig unter etwas leidet, was man Blödheit nennt. Ah, okay, so. Jetzt mal schön hier wegfahren. Der LKW war leider nicht mehr besetzt, ansonsten hätte ich ihn gerne mal rausgewinkt, auch wenn es nicht wirklich was gebracht hätte. Weil ein Pickup gegen eine SUV, da muss man wirklich nicht nochmal nachfragen, welches Fahrzeug dort wirklich gewinnen würde. Zumindest, wie ich finde. Ob ich eigentlich im Gabelstapler einen Strafzettel verpassen kann, das würde mich jetzt wirklich mal wundern. Tatsächlich. Oh Mann. Oh Gott. Ich dachte, der Typ fährt mich jetzt gegen den Gabelstapler, aber so richtig. Puh, okay. Und ja, im Einparken ist der Typ echt eine Eins, das muss ich ihm lassen. Ach, wisst was, ich... Halt noch den Audi-Fahrer an. Ja, und nicht Ram vor allen Dingen. Let's slow it down. So, ganz langsam und vorsichtig. Und bitte nicht weiterfahren, wenn es geht. Danke, Otter. F9. Ich finde es immer lustig, wenn die nie was sagen und mir einfach die ID geben. Fritz Ingram. Was zum Geier? So ein Name hätte ich mir noch niemals irgendwie zusammen überlegen können, selbst wenn ich betrunken wäre, was ich niemals bin, hinzugefügt. So, Ingram. Ja, es war irgendwie auch mein Fehler, eine ID von 1960 anzuschauen, aber nun ja. Man hat manchmal halt eben diese Hoffnungen, auch wenn die nicht wirklich was bringen. Aber bevor ich jetzt mal weitergehe, und zwar Kofferraum untersuchen. Wer glaubt mir, Leute, außer bei Polizeifahrzeugen ist da nie was drin. Das ist das Schönste dabei. Okay, hier geht es mal nicht. Wie wäre es bei meinem eigenen Fahrzeug? Jetzt da. Ah, hier geht's auf einmal. Und ich habe natürlich immer gedacht, dass es nach außen aufgeht und nicht nach innen. Hust. Okay. Ja, Warning und hab noch viel Spaß mit deinem Leben.